Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von State of Decay 2. In der ersten Folge haben wir die grundlegendsten Sachen für unsere Basis zusammengekramt. Heute versuchen wir mal ein wenig Munition zu finden. Mit ein wenig Glück sollten wir hier bei diesem Militär-Checkpoint Munition finden. Und wenn wir sogar noch ein bisschen mehr Glück haben, hoffe ich, dass wir dort vielleicht auch endlich mal eine Waffe finden. Denn manche Zombies, besonders Screamer, die sehr gerne um Hilfe rufen, wenn man ihnen zu nahe kommt, sollte man am besten aus der Entfernung bekämpfen. Und das wird mit dieser großen Rohrzange, die wir da auf dem Rücken haben, ein wenig schwierig. Deswegen schauen wir mal, ob wir bei diesem Checkpoint vielleicht was Nützliches finden. Schön leise. Du siehst uns nicht. Karma. Zerstückeln. Ah, los, komm. Das nehmen wir mal mit. Das probieren wir mal aus. Ich liebe diese Atmosphäre in diesem Spiel. Hat's da jemand bemerkt? Nee, noch nicht. Ich glaube, das ist einer, der einen Helm auf hat. Das dauert eine halbe Ewigkeit, den kaputt zu prügeln. Finden wir hier irgendwas? Nee. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns mit diesem Kameraden hier anzulegen. Ja, komm her. Aua, lass das. Finger weg. So, mach's jetzt. So, dann schauen wir uns hier doch mal um. Hoffentlich finden wir was Nützliches. Na, endlich. Eine Waffe. Wunderbar. Direkt die passende Munition dafür. Perfekt. Zack. Direkt mal nachladen. So, Waffen haben natürlich den Nachteil, solange man keinen Schalldämpfer hat, aber praktischerweise haben wir ja zu Hause einen. Lockt das natürlich alle möglichen Zombies in der Region an, sobald man mit der Waffe um sich ballert. Ah, wunderbar. Dann mal wieder ab nach Hause. Schmerzlos. Und tschüss. I don't think I can go much longer without a rest. Die sind schön fleißig am Bauen. Sehr gut. Weitermachen. Und tada! Haben wir Munition. So. 9 mm. Die können weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass ich die Sachen nicht manuell verschieben kann. Die sind jetzt eben da. So, wir hatten doch einen Schalldämpfer. Zack, perfekt. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal deutlich weiter. Okay, mehr Materialien. So viel Materialien wie nur irgendwie möglich. So, wo wir noch nicht drin waren, war zum Beispiel die Galerie hier. Und dann können wir auf jeden Fall noch in die verlassene Klinik rein. Vielleicht finden wir bei Gelegenheit auch irgendwo ein bisschen Treibstoff, dass wir unser Auto wieder zum Laufen bringen können.
Das erleichtert dann auf jeden Fall unsere Arbeit deutlich. So, und jetzt können wir mal gucken. Bomb. Ah, immer noch ziemlich laut, aber es hilft auf jeden Fall schon mal wenigstens etwas. Zombies aus der Ferne umnieten. Ist auf jeden Fall immer deutlich sicherer, als sich mit denen im Nahkampf anzulegen. Allerdings sollte man natürlich dabei auch ein bisschen auf die Munition achten. Might be a safe spot to rest for a few. Dann wühlen wir mal. Me? Oh, you shouldn't have. Mhm, 44er, okay. Und wieder was mit hohem Handelswert. Sehr schön. So, hier steht tatsächlich sogar ein Auto. Gut, da steht aber schon hinter, dass der zerstört ist. Ist natürlich Mist. Aber hier unten, da ist ein verlassener Tankwagen. Okay, da werden wir auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Hoffentlich dort ein wenig Sprit finden, um unser Auto wieder flott zu kriegen. Ah, genau. Hier waren wir ja natürlich schon drinne. Und hier ist hinten jetzt nur noch die Medizintasche drin. Die lasse ich jetzt auch erstmal hier, denn mich interessiert jetzt erstmal mehr dieser Tankwagen. Keine Lust, die ganze Zeit rumzulaufen. Bin von Natur aus faul. Dementsprechend brauche ich einen Fahrbahnuntersatz. Hoffentlich finden wir ein bisschen Sprit. Das ist ja ekelhaft. Man denen hier zählt, dass man beim Essen nicht schmatzt. Ich hoffe, dass das da hinten kein Koloss ist. Nee, das sieht nach einem normalen Zombie aus. Okay. Es gibt neben den normalen Zombies gibt es auch noch Spezialzombies. Unter anderem den sogenannten Koloss. Das ist halt, wie man sich beim Namen schon denken kann, ein verdammt großer Zombie. Der auch einfach mal ganz gerne Leute in zwei Hälften reißt. Wenn man da nicht vorsichtig ist. Ah, wunderbar, da haben wir auch schon einen Benzinkanister. Das läuft doch wie ein Länderspiel. Nehmen wir das auch mal mit. So, wo steht denn unser Auto? Ja, natürlich steht's da oben. Na denn. Ein bisschen nachts joggen. Gut für die Ausdauer. Na gut, ich glaube, ich melde mich einfach wieder, wenn ich da hinten angekommen bin. Es sei denn, es passiert zwischendurch jetzt auch irgendwas total Spannendes. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Bei unserem tollen Schneepflug. So, um den jetzt aufzufüllen, müssen wir nur hier einmal hinten dran. Na, komm, wo ist es? Da, auftanken. Ah, du siehst mich nicht, wo auch immer du bist. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ah, da hinten sehe ich die roten Augen. Okay, Nahrung. Okay, also angeblich ist hier auf jeden Fall noch was. Hier ist nichts. Auch nichts mehr, was man angeblich noch looten können soll.
Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ah, Moment. Hier haben wir noch eine Tür. Locked. I hope nothing heard that. Ah, wunderbar. Hier haben wir noch Zeug versteckt. Alles mitnehmen. Und hier noch. We're done here. Zack. So, ein weiterer großer Vorteil eines Autos, vor allem wenn es so ein größeres Auto ist, ist natürlich ein Kofferraum. Ja, hier haben wir sogar noch zwei Lebensmitteltaschen drin, wenn wir das mal vorher gewusst hätten. Naja, nicht so schlimm. Dann fahren wir mal los. Licht an. Autos locken natürlich Zombies an. Aber solange wir schnell genug sind, braucht uns das nicht zu interessieren. Außenplätze, Außenposten bzw. Stützpunkte haben diese Parkplätze. Komm, lasst mich doch mal ausreden hier, Leute. Schlimm hier. Das hat den Vorteil, dass man nämlich wunderbar direkt von hier aus mit Tee die Sachen in die Basis stopfen kann. So. Wo können wir denn als nächstes hin? Da gibt es nochmal Nahrung. Laderampe. Hier ist eine kleine Stadt. Okay, konzentrieren wir uns erstmal auf die Gebäude hier. Und schauen wir erstmal hier vorbei. Nicht durch. Hey, Finger weg! Frisch lackiert. Oh, ich glaube, da steckt was fest. Oh, jetzt nicht mehr. Zack. Oh Mann, ich bin der schlechteste Autofahrer ever. Kurz gucken. Zack, Hallöchen. Da haben wir natürlich erstmal einen Haufen Viecher angelockt. Das sind mir ein paar zu viele, um die im Nahkampf aufzunehmen. Dann schauen wir uns mal hier im Häuschen um. Well, that was loud. Oh, 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 sorry, Zombie. Nee, nix da. Oh, sie muss sich auch bald mal ausruhen hier. Er muss sich hier bald mal ausruhen. Das sieht man an dem schönen ZZZ-Zeichen. An der Ausdauerlinie. Na, dann durchführen wir das hier mal noch.
Und dann geht's erstmal wieder nach Hause. I know someone who could use this. 9mm Patronen, sehr gerne. Ah, da haben wir auch schon die erste Seuchenprobe. Sehr schön. Brauchen wir noch zwei. Ah, Molotow-Cocktails, immer wieder gerne. So, eine Sache soll ich hier wohl noch... Ah, da ist die letzte Sache zum Plündern. Sehr schön. Das können wir nicht alles mitnehmen. No. Ja, er hat jetzt all seine Fähigkeiten erreicht. Ich glaube, ich lasse den Molotow hier. Nehme dafür den Krug mit Ethanol mit. Den brauchen wir dann nämlich später noch zum Bauen. Und das Einzige, was ich jetzt noch gucken würde, wäre, gibt es hier einen Schuppen? Und wenn ja, ob dort vielleicht noch Materialien zur Verfügung stehen. Und tschüss. Ah ja, da ist er schon. Dann schauen wir uns mal schnell um, schauen, ob wir noch schnell Materialien finden. Dann geht's auch nach Hause. Da hat sich unser Kamerad hier auch seinen Feierabend verdient. Tüte mit Dünger. Toolkit. Das brauchen wir auf jeden Fall. Damit können wir nämlich unser Auto reparieren, das derzeit ein wenig ramponiert aussieht. Okay, die Kiste mit Samen lassen wir mal fallen. So, dann reparieren wir jetzt erstmal schnell das Auto. Na komm. Er ist schon so müde, er rennt schon gegen Türen. Das ist kein gutes Zeichen. Stopfen wir erstmal den Kofferraum voll. Und jetzt reparieren wir die Kiste einmal schnell. Zack. So gut wie neu. Wunderbar. Wehe, irgendwer zerkratzt mir den Lack. Stell dich nicht so an. Schlaf wird sowieso total überbewertet. Sauerstoff und Essen. Sehr gerne. Das nehmen wir auch noch mit. So, und jetzt das Ding hier noch. Dann sind wir schon quasi auf dem Weg nach Hause. Und zack. So. Markieren wir uns das mal, damit wir das alles ein bisschen leichter sehen können. Weit ist es ja nicht. Zack. Das packen wir erstmal, lagern wir das alles ein.
Zack, zack. So. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir alles basteln können. Repariere beschädigte Anlagen. Okay. Ich rechte Sinne gab es hier. Oh, meine Zappenduster hier. Genau, das Hauptschlafzimmer. Das reparieren wir doch jetzt einfach mal. Das dauert ja auch nur 30 Minuten. So, wir haben ein paar Kisten mit Saatgut. Das heißt, wir können unseren Ertrag auf jeden Fall erstmal verbessern. Später können wir dann noch, sobald das hier durch ist, die 5 Minuten, können wir den Dünger noch einbauen. Dann erhöhen wir den Ertrag nochmal mehr. Sehr gut. Hier haben wir noch nichts für. Ansonsten können wir hier Dosenbomben herstellen. Das heben wir uns für später auf, wenn wir dann das Seuchenherz angreifen. Da helfen die Dinger auf jeden Fall. So, unser Lager können wir später auch noch aufrüsten. Und wie geht's unserem Kollegen hier? Cardio. Ah, sehen wir mal. Ah, da kümmern sich unsere Kollegen schon drum. Die Zombies kommen nicht weit hier. So, sobald man nämlich eines dieser Dinge gemeistert hat, kann man sich spezialisieren. Also, Sprint kostet weniger Ausdauer und Ermüdung entsteht langsamer oder vergrößert die Tragekapazität erheblich. Eher Sprinten kostet weniger Ausdauer. Naja, da wir jetzt noch sehr wenige Leute am Anfang sind. Ich meine, wir haben ein Auto, das funktioniert. Das heißt, so viel tragen brauchen wir nun auch wieder nicht. Aber wir müssen sehr viel auf einmal schaffen. Das heißt, es würde uns deutlich mehr helfen, wenn die Leute einfach nicht mehr so müde werden. Naja, komm, nehmen wir das hier. Zack. Marathon. Wunderbar. Es geht voran. Im Moment ist unsere Moral stabil. Das sieht man ja links oben. Wir haben keine Knappheit an irgendwas. Ich würde sagen, uns geht es gar nicht so schlecht. An dieser Stelle beenden wir dann auch einfach mal die Folge 2. Und ich würde einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in Folge 3 wieder. Bis dahin, viel Spaß!